Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und es ruckelt. Aber diesmal habe ich sie nicht verloren, deswegen. Ist gut. Wir schwimmen jetzt so ein bisschen außen rum. Damit wir uns das Gekraxel über die Berge und vor allen Dingen dieses Geeiere durch den Wald sparen, weil das ist echt anstrengend mit Pferden. Wenn wir dann später mal Briten unterwegs sind, dann können wir so einen Blödsinn mal machen. Aber jetzt nicht so standardmäßig. Wenn wir hier versuchen, die irgendwie heile nach Hause zu kriegen, das ist mir zu anstrengend. Schwebt da eine Baumkrone in der Luft? Nein. Ladefehler. Okay. Ich habe nichts gesagt. Hottemäxchen. Ja, da freue ich mich drüber. Genauso wie über die Hundis, die wir da gefunden haben. Die holen wir dann später nochmal ab. Da können wir dann notfalls tatsächlich mal hinreiten. Und die einsammeln. Noch alle da? 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Sehr schön. Und auch so hübsche. Hübsche Ponys. Ja, ich bin im Moment gerade so ein bisschen auf diesem Horst, das alles süß Trip. Ich habe Machinarium heute angefangen zu Let's Playen. Das wird auch heute mit der ersten Folge bei mir auf dem Kanal erscheinen. Für euch ist das, wenn ihr das jetzt hier seht, schon ein bisschen her. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht sind wir damit sogar schon durch. So wahnsinnig lang ist das Spiel ja nicht. Wobei ich mich stellenweise rechtlich dämlich anstelle. Also kann es dann doch sein, dass es ein bisschen länger dauert. Der Überhang da ist cool. Gefällt mir. Könnte man ein Haus drunter kleben. Jedenfalls spiele ich das jetzt gerade und das ist einfach so, 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 so niedlich. Und deswegen bin ich im Moment gerade so ein bisschen zuckersüß unterwegs. Also, nein, ich habe keine Diabetes, auch wenn man das zwischendurch glauben könnte. Nicht überholen. Braves Pferd läuft hinter dem. Hinter dem Reiter, hätte ich meist gesagt, hinter dem Pferdeführer. Alle Mann da? Gut. Sehr brav. Will hier keinen verlieren. Ich habe einen verloren. Unser Schimmelchen nämlich, das geht ja überhaupt nicht. Lass mich nochmal durch. Jo, da vorne ist schon Savanne, das heißt, wir sind schon gleich zu Hause. Das ist ja grandios. Alles gar nicht so weit weg, wie man im ersten Moment befürchtet hat. Das heißt, wir werden jetzt die Jungs und Mädels hier gleich erstmal bei den Kühen mit in den Stall stellen, damit sie uns nicht verschwinden. Dann können wir vielleicht sogar schon mal einmal züchten. Und züchten uns ein süßes, kleines, knuddeliges Fohlen zusammen. Und dann müssten wir relativ bald, denke ich mal, auch mal einen Stall für die Jungs bauen. Einen eigenen mit Weide. Die kriegen ja ein bisschen. Das ist ein bisschen mehr fancy, denn. Guck mal, das ist unser Haus. Der ist schon fast da. Jetzt haben wir den reitbaren Gaul verloren. Da ist die Leine. Die anderen habe ich noch, ne? Ja.
mir. Nein, das will ich nicht. So. Moment. Jetzt habe ich schon wieder einen verloren. Moment. Ah, das ist die Leine. Na, komm hier. So, ich werde jetzt aber tatsächlich hier nochmal eben schnell nächtigen. Ich habe mein Bett da stehen lassen. Ich werde also nicht schnell nächtigen. Hallo, hörst du mal auf zu ruckeln? Alter, was ist denn jetzt los? Stehen die Goldene alle in mir drin. Ah! Pass auf. Ich lasse euch mal kurzfristig hier stehen. Ihr seid ja mehr oder weniger in Sichtweite. Und versuche mal irgendwie nach Hause zu kommen. Mich nach Hause zu ruckeln hier mit 3 FPS. Ich weiß nicht, was jetzt schon wieder los ist hier. Ich mach mal kurz die Monster aus. Weil ich echt Schiss habe, dass mich hier jetzt wegen sowas einer erwischt. Das wäre äußerst uncool. Ich muss jetzt gerade mal hier den Chunk generieren, glaube ich. Dass das sich jetzt hier einmal beruhigt. So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Das ist der eine Chunk hier, das, so wie wir das letztens beim Haus einmal hatten. Dass der Chunk nicht will. Natürlich genau der, wo wir gerade hängen geblieben sind. Das ist etwas ätzend. 1, 2, 3 und 4. Mitkommen. Also da bin ich jetzt gerade mal ein bisschen egoistisch. Da lasse ich jetzt auch wirklich die Monster mal einen Moment aus. Dass ich wenigstens heile mit den Viechern nach Hause komme. So, bis zum Dorf haben wir es schon mal geschafft. Sind auch noch alle da. Das war ja sehr elegant um den Baum umrum gemogelt gerade. So. Immer noch alle da? Jawohl. Da vorne ist unser hell erleuchtetes Häuschen und die hell erleuchtete Brücke. Wir sind schon wieder zu Hause. Das ging fix. Das ging auch wirklich viel fixer, als ich dachte. So, komm mal hier ein bisschen rüber. Da ist nämlich ein Loch. Und vier noch da, jawohl. Da einmal rüber gehuckt. So. Jawohl. So. Jetzt haben wir auch alle Leinen wieder und wir haben wieder nur 3 FPS. Das kann aber eigentlich nicht an den Pferden liegen, normalerweise. Also irgendwas ist hier gerade ganz, ganz merkwürdig.
Ohne Witz. Aber egal, wir haben Pferde, wir haben auch Hunde, die müssen wir nur noch holen. Die nach Hause holen ist ein bisschen einfacher, weil ich da über Stock und Stein rennen kann. Allerdings würde ich jetzt gerne erstmal überhaupt irgendwo hinrennen können. Und nicht hier bei 2 FPS mich durch die Gegend ruckeln. Es ist ja grauenvoll hier heute. So, Haus. Dann geht's auf einmal wieder plötzlich. Das ist doch echt merkwürdig. Jetzt ruckelt's wieder ohne Ende. Irgendwas ist hier ganz, ganz gewaltig komisch. Weil beim letzten Mal hatte ich diese Probleme gar nicht. Und als ich das letzte Mal diese Probleme mit den Frame Drops hatte, so massiv, da war ich zu Hause hier. Also da habe ich mich ja wirklich hier nur in der direkten Umgebung von unserer Hütte aufgehalten. Ist schon putzig irgendwie. Okay, ich habe jetzt gerade 1 FPS. An dieser Stelle beende ich die Aufnahme. Das hat hier definitiv keinen Zweck. Da ich im Moment aber noch relativ viel auf Vorrat habe, macht das gar nichts. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme und bis dahin wünsche ich euch noch einen ganz wunderschönen Tag. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft. Und aus irgendeinem mir nicht mehr bekannten Grunde stehe ich hier mitten in der Wüste bei unserem mehr oder weniger genau Null. Da ist Null und Null. Hier will ich jetzt aber eigentlich gar nicht sein. Deswegen machen wir uns mal schnell auf den Weg nach Hause. Und unterwegs kann ich schon mal ankündigen. Kann ich das? Nee, kann ich nicht. Vergesst, was ich gesagt habe. Ist nicht so wichtig. Was ich vielleicht mal erzählen könnte, wenn wir jetzt mal so ein bisschen unsere Pferde zähmen und satteln und so. Ich habe ja nun ein Let's Play von Machinarium begonnen. Und weil ich YouTube-Partner bin, ich lasse meine Videos allerdings nicht monetarisieren, muss ich dazu sagen, wird mir das immer angezeigt, wenn da irgendwelche Übereinstimmungen von irgendwelchen Drittanbietern vorliegen. Allerdings ist diese Anzeige manchmal etwas interessant, nenne ich es jetzt mal. Denn, wie soll ich sagen und nicht lügen? Das Problem, fangen wir es mal so an. Das Problem ergibt sich in erster Linie, wenn es um Musik geht. Also da gibt es häufiger mal Einsprüche. Ich habe also schon einiges an Einsprüchen gehabt, die jetzt wegen Kevin MacLeod Musik waren. Die konnte ich aber Gott sei Dank allesamt abwenden. Mir ist übrigens was aufgefallen, als ich die Folgen nachgeguckt habe. Bertha ist gar nicht tot. Bertha lebt. Bertha lebt. Jedenfalls kann das natürlich passieren, wenn man keine entsprechenden Lizenzen hat. Die Musik von Kevin MacLeod beispielsweise ist offiziell für solche Dinge nutzbar. Die steht unter Fair Use. Und wenn man seinen Namen mit angibt, dann ist alles okay. Nun habe ich Machinarium begonnen. Und habe mir auch, bevor ich mit dem Let's Play angefangen habe, die Erlaubnis der Entwickler geholt. Die habe ich auch bekommen. Das ging sogar sehr flott. Also da möchte ich mich auch nochmal an dieser Stelle, auch wenn das wahrscheinlich nicht versteht, bei dem Tomasz Dovrak bedanken, der da in erster Linie für zuständig ist, der eben auch einer der direkten Entwickler des Spieles ist und dem Amanita Design mitgehört. Ich dachte mir also nichts Böses, habe die Videos hochgeladen und bekomme einen Einspruch von einer etwas ominösen englischen Firma, die behauptet, sie wäre Inhaber der Musik.
Das kam mir komisch vor. Ich habe dann erstmal Einspruch eingelegt, so wie ich es bei den Sachen mit Kevin von Kevin MacLeod auch immer mache. Mir da weiter nichts bei gedacht. Ich dachte, naja gut, okay, wenn ich den schreibe, ich habe die Erlaubnis, das zu nutzen, dann geben die schon Ruhe. Ja, Pustekuchen. Nix war. Die haben meinen Einspruch abgelehnt. Und dann habe ich mich entschieden, dann doch mal bei dem Herrn Dovrak nachzufragen. Und er erzählte mir, ja, die hatten als Firma schon mal dasselbe Problem, dass diese komische The 51 Conspiracy nennen die sich, glaube ich. 51 State Conspiracy. Dass also diese etwas ominöse Firma... Komm, du darfst eine Goldrüstung tragen. Ist er nicht hübsch? Und hier unser Scheck gekriegt eine Diamantrüstung. Nun ja, die haben jedenfalls sogar bei Herrn Dovrak selbst, der Komponist der betreffenden Stücke ist, versucht, ihm zu verbieten, Geld damit zu verdienen. Er hat mir also auch geschrieben, dass das Ganze durchaus mit einem etwas ausführlicheren Rechtsstreit einherging und dass er also selber etwas geschockt davon war. Direkt helfen konnte er mir leider nicht. Ich muss mich jetzt also bei jedem einzelnen Video von Machinarium wieder hinsetzen und diesen blöden Einspruch schreiben. Etwas anderes bleibt mir nicht übrig. Weil jedes Mal wieder dieser Einspruch dieser komischen Firma kommt, die tatsächlich eigentlich überhaupt keine Rechte an den Musikstücken hat und es einfach mal behauptet, so nach dem Motto, das klappt schon. Ne? Die Leute sind ja doof genug und glauben es. Interessanterweise, nachdem ich einmal angedroht habe, dass ich das ja vorlegen kann, das Schriftstück, und dass diese ganze Firma das eben doch eher widerrechtlich zu tun scheint, werden die Einsprüche dann immer zurückgezogen. Ganz aufhören tun sie aber trotzdem nicht. Also es ist, nun ja, ich sag mal so, es ist nicht so schön.